Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi-Folge. Und heute haben wir Terminator 2 Judgment Day. Und das hat sich der gute Tizio gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Wenn ihr auch Wünsche habt für diese Serie, also es sollten irgendwelche schlechten 8- oder 16-Bit-Spiele sein, dann bitte ab in die Kommentare und ich gucke mir alles so nach und nach an. Und das Spiel hat einen sehr schlechten Ruf. Und zwar war das sogar schon beim Angry Video Game Nerd mal erschienen und der hat ihnen eine Folge gewidmet und ist da sehr nicht so gut angekommen, sage ich mal. Aber deswegen wird es höchste Zeit, da mal reinzusteigen. Also die Grafik an sich, die Aufmachung finde ich gar nicht eigentlich so verkehrt. Und wir haben hier das erste Level. Ich habe es gleich gestartet und okay. Ich versuche es mal wieder so ein bisschen analytischer anzugehen. Ich sehe ja schon wahrscheinlich über ein Problem. Moment, wie schlage ich? Okay. Die Reichweite ist nicht sehr hoch. Ich wollte gerade sagen, grafisch sieht es gar nicht so verkehrt aus, aber okay. Wir können Knie stoßen. Wieso? Die Hitboxen spinnen anscheinend. Okay. Ich kann da nicht ausweichen. Okay, ich kann nicht ausweichen. Weil das da springen. Guckt euch mal das an. Ihr seid eine wirklich sehr weit fortgeschrittene Kampfmaschine. Also die Hitboxen sind wirklich grandios scheiße. Also diese Texteinblendungen, die sind natürlich nicht verkehrt. Die Gegner kommen und kommen hier. Ich versuche euch immer so ein bisschen das Problem mit der Steuerung zu erklären. Guckt euch das mal an. Ich treffe den doch. Seht ihr das? Meine Faust berührt sein Gesicht. Ich treffe den doch. Was sind das für Hitboxen? Also für Leute, die nicht genau wissen, was Hitboxen sind, das sind im Prinzip so ein Gittermuster oder eine Box im Regelfall, der um diese Gegner meistens denn umgelegt ist. Die sieht man natürlich nicht, aber die definieren halt, wann der Gegner getroffen wird. Okay. Guck dir das mal an. Vor allen Dingen, der tritt. Wieso tritt er nicht einfach, dass man so ein bisschen mehr Reichweite kommt? Guckt euch mal. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, mit Eieiei, die Steuerung spinnt. Also immerhin, okay, jetzt sind wir im Haus, immerhin halten wir ziemlich viel aus. Oh, hier sind auch gleich Gegner. Guckt euch das mal an, das ist doch kein Kämpfen. Also was ich eigentlich euch zeigen wollte gleich am Anfang ist, dass der sich halt wirklich sehr schwerfällig umdreht. Ne? Warum hat der Schlag eine höhere Reichweite als der Tritt? Und wieso spawnen hier immer mehr Gegner? Ich glaube, das ist fast klüger, die zu ignorieren. Kann ich hier wieder aufs Motorrad steigen? Kann ich natürlich nicht. Also, grafisch okay. Guck dir das mal an. Wieso kann er gefühlt 10 cm hochspringen? Trifft irgendwie nicht. Obwohl er. Also. Was ist denn da alles schiefgelaufen? Und dann diese Standardgegner, die ganze Zeit kommen. Und ich kann den ja nicht ausweichen. Okay, den Messern kann ich jetzt ausweichen. Aber hier, der schießt auf so einer Höhe. Ich kann mich darunter nicht wegducken. Und ich kann nicht drüber springen. Habe ich hier irgendwas verpasst? Kann ich irgendwie abblocken oder so? Weapon located. Jetzt endlich kriege ich eine Waffe. Na, wie benutze ich die? Okay. Jetzt bekomme ich eine Waffe. Ist auch geil, wenn ich laufe, dann hält er die hoch. Und wenn ich stehen bleibe, schieße ich runter. Also sind das die beiden Schussmodi, wenn ich hochschießen will. Ich verstehe es nicht. Okay, immer anscheinend. Da steht unten Rounds 0. Das heißt, also Rounds ist es ja, ja, ne? Munition.
Aber warum kann ich denn trotzdem weiterschießen? Das macht alles keinen Sinn. Ja, ich bin bei Tod, ja. Eine Waffe, okay. Habe ich ja schon. Jetzt bin ich quasi tot. Jetzt bin ich wieder auf 50%. Okay. Das ist so eine Art... Also ich bin nur verwirrt. Vor allen Dingen... Das Kämpfen macht halt keinen Spaß. Weil die Gegner sind halt einfach massig. Aber ich kann ihn halt nicht ausweichen. Das ist kein Kämpfen. Das ist einfach rumlaufen und schießen. Während die Steuerung sehr träge ist. Okay, wie sammle ich das jetzt hier ein? Weil das war doch hier irgendein Objekt, was ich hier einsammeln sollte, ne? Okay, oder soll ich das kaputt schießen? Okay, ich habe es jetzt kaputt geschossen. Ist es das, was ich sollte? Da ist jetzt ein Terminator-Kopf drin. Ah, okay. Eins ist noch da. Okay, also ich muss jetzt hier im Level rumlaufen und diese Future Objects, also Zukunftsobjekte irgendwie finden, oder wie? Während ich mich hier den Tausenden... Es ist so lächerlich. Oh. Vor allem, die spawnen ja immer wieder neu, ne? Ich kann es nicht verhindern, da wirklich Schüsse einzustecken. Außer bei dem Messerwerfer natürlich, ne? Okay, weitere Waffe. Wie schalte ich durch die Waffen mit Select? Nee. Okay. Oh, jetzt habe ich die Bedienung mitgekillt. Das war jetzt nicht meine Absicht, diesem Kugelhagel einfach erlegen. Oh, man kann keine drei Schritte gehen, ohne hier auf einen Gegner zu treffen. Ja, ich will die Bedienung nicht töten. Danke. Weapon located. Luger Shotgun. Ja, hätte ich gerne. Blinkt. Wie sammle ich die ein? Ah! Warte, ich hab sonst gerade die Shotgun gehabt, oder nicht? Hey. Wie wähle ich die aus? Oder auf Start? Nee. Also, auch das Level-Design, ne? Ihr wisst halt logischerweise nicht, wo ihr hin müsst, aber... Also, ich... Also, Hauptproblem finde ich seit gut, die Steuerung kann man sich dran gewöhnen, dass er sich so schwerfällig umdreht, ist okay. Ach, da ist ein Future-Objekt. Also, das Problem sind echt die Gegner, weil das einfach so nervig irgendwie ist. So, jetzt habe ich das eingesammelt. Wo muss ich jetzt hin? Und weil ihr halt wirklich keine Möglichkeit habt, dem Ganzen irgendwie zu entgehen. Ne? Ihr könnt nicht gut springen. Also, es ist... Obwohl... Ja, ihr seid doch ein Kampfroboter. Ich wollte gerade sagen, es muss ja nicht so sein, dass ihr jetzt wirklich riesig irgendwie springen könnt. Aber das ist doch ein Roboter. Ja, der muss das doch können. Guckt euch das hier mal an. Also ich versuche es mal, das Level hier noch zu beenden. Nein, komm, Waffe habe ich. Ich bin eh zu doof zum Wechseln. Wahrscheinlich habt ihr noch tolle Waffen, die ihr wechseln könnt. Okay. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, dass man dann einfach hier zum Levelausgang laufen kann. Au, das nervt. Vor allen Dingen, es sind ja keine spannenden Kämpfe, ne? Vielleicht kann ich jetzt das Motorrad nehmen. Das würde zumindest thematisch irgendwie passen. Mal gucken. So weit spiele ich noch. War kein Spaß. Toll, okay. Das Motorrad war es offensichtlich nicht, weil das explodiert. Muss ich jetzt hier lang? Also, ich weiß nicht. Am Anfang kam das Logo von AJN. Das hätte eigentlich alles sagen müssen. Ich
Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ist mir ehrlich gesagt auch egal, denn dann sehen wir das zweite Level nicht. Aber es läuft hier so viel schief und ich fühle mich hier nicht wie der Terminator. Und das sollte in einem Terminator-Spiel irgendwie nicht sein, finde ich zumindest. Trotzdem, danke, dass ihr mit reingeschaut habt. Und wie gesagt, falls ihr auch noch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.